Wir sind mit Feuer 2, das ist Alarmstichwort, nach Sottrum alarmiert worden. Da handelt es sich dann schon um einen Brand mit größerer Ausbreitung. Alarmiert wurden 4 Ortsfeuerwehren zu einer Einsatzstelle hier in Sottrum. Alarmzeit war 19.48 Uhr für die ersten Wehren. Im Minutentakt wurde dann weiter nachalarmiert. Vor Ort angekommen, zeichnete sich dann tatsächlich ab, dass hier zunächst mal ein Carport neben einem Gebäude brannte. Und die Flammen hatten auch schon auf das Gebäude übergegriffen, sodass mittlerweile auch schon der Qualm aus den Dachziegeln rauszog. Von daher stand eine weitere Brandausbreitung zu befürchten. Der Einsatzleiter hat dann auch die Drehleiter aus Rothenburg nachalarmieren lassen und hat auch den Atemschutzgerätewagen aus Zeven nachalarmieren lassen, weil er eben befürchten musste, dass er einen sehr hohen Personalansatz bei den Atemschutzgeräteträgern haben würde. Was hat denn überhaupt Es handelt sich hier um eine Doppelhaushälfte. Von dem Doppelhaus hat die linke Hausseite gebrannt, beziehungsweise links neben dem Gebäude zunächst mal das Carport, und dann liefen die Flammen also dort ins Dach rein. Wir haben dank des schnellen Angriffs aus dem Wassertank des Löschfahrzeugs den Brand so weit eingrenzen können, dass die Brandausbreitung eben nicht mehr in die zweite Gebäudehälfte lief. Die erste Gebäudehälfte, insbesondere das Obergeschoss, ist schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Schadenssumme können wir natürlich nicht sagen. Ursache wissen wir also auch nicht. Ein Carport, da ist eigentlich nicht so ganz viel Gefährliches drin, wo sich das dran entzünden kann. Aber alles andere wäre jetzt Spekulation. Von daher muss das eine weitere Untersuchung ergeben, was dazu geführt hat, dass es hier jetzt heute zu diesem Brand gekommen ist. Also wir hatten eigentlich einen sehr schnellen Löscherfolg. Die Wasserversorgung konnte sehr schnell aufgebaut werden aufgrund des naheliegenden Hydranten und auch aufgrund des wasserführenden Fahrzeugs hier. Wasserführende Fahrzeuge sind in solchen Situationen immer ein großes Plus. Und natürlich musste auch die Mannschaft dazu passen. Wir hatten sehr schnell relativ viele Leute im Einsatz. Heute ist Samstag, es ist Samstagabend. Das ist für einen Einsatzleiter immer eine sehr dankbare Einsatzzeit, weil er dann eine hohe Personaldichte zur Verfügung hat. Unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass man sehr schnell und sehr gezielt vorgegangen ist, hat auch gleich die Dachhaut geöffnet, was dann auch letzten Endes dazu beigetragen hat, dass der Brand sich nicht sehr weit unterm Dach ausbreiten konnte. Ich selber komme aus dem Nachbarort, ca. 5 Kilometer südlich von hier. Ich fahre da durch die Wimmelwiesen und habe schon da die ersten Rauchwolken gesehen. Das war schon ein wenig beeindruckend. Nun kennt man solche Situationen natürlich auch aus dem Feuerwehralltag so ein bisschen, aber man hat eine Vorstellung von dem, wie viel Masse da momentan wohl gerade brennt. Von daher hatte man schon eine schlimmere Befürchtung als das, was sich jetzt im Nachhinein eigentlich eingestellt hat. Nach meinem Kenntnisstand sind die Bewohner wohl hier. Natürlich ist das ein Ereignis, was man niemandem wünscht und was man natürlich auch diesen Bewohnern nicht wünscht. Von daher ist es schon eine gewisse ein gewisser Schock da. Das kann man deutlich an den Gesichtern sehen. Wir haben auch die eine oder andere Person zurückhalten müssen. Da versuchte man noch irgendwo auf das Geschehen einzuwirken. Aber das sind natürliche Reaktionen, das muss man auch niemandem übel nehmen. Das ist eine Situation, wo Hab und Gut verloren geht. Da muss man schon auch in Anrechnung stellen, dass die Menschen das auch schon nervlich mitnimmt.